E-Autos mit brennendem Akku stellen die Feuerwehr immer mal wieder vor größere Herausforderungen. Das Ganze in XXL musste nun die Feuerwehr Alpen und weitere Feuerwehren aus der Umgebung in Nordrhein-Westfalen meistern. Vergangene Woche wurde ein LKW-Brand auf der A57 gemeldet. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand der Sattelauflieger bereits im Vollbrand. Er hatte mehrere Tonnen Lithium-Ionen-Akkus geladen, die sich auch mit Verpuffungen bemerkbar machten. Durch die enorme Hitzestrahlung setzte der brennende LKW auch Wiesen, Bäume und Büsche auf ca. 1000 Quadratmeter in Brand. Um die Flammen zu löschen, wurden mehrere Strahlröhre vorgenommen und es musste auch ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden. Letztendlich dauerte es 6 Stunden, bis die 130 Einsatzkräfte Feuer ausgeben konnten und vom LKW war dann nicht mehr viel übrig.